Meine Damen und Herren, wir sind bei dem Kapitel Bezugssysteme und haben uns zunächst mit der Translationsbewegung von verschiedenen Bezugssystemen relativ zueinander auseinandergesetzt und dann begonnen, über Rotationsbewegungen zu sprechen. Und da zeigt sich, dass das etwas aufwendiger ist in der Durchführung und führt auch auf interessantere Effekte. Und wir haben letztes Mal damit begonnen und wollen das heute durchführen. Und Sie werden sehen, es werden sich damit gleich zwei Trägheitskräfte ergeben, die in rotierenden Bezugssystemen auftreten. Ihre Frage, die sich vielleicht stellt, wer braucht rotierende Bezugssysteme, kann dadurch leicht beantwortet werden, dass wir selbst in einem solchen rotierenden Bezugssystem uns befinden, nämlich die rotierende Erde. Und da treten also auch derartige Trägheitskräfte auf, die auch wichtige Auswirkungen haben. Also, wir setzen fort, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Wir hatten zunächst darüber gesprochen, wir betrachten wie üblich in dem Zusammenhang zwei Koordinatensysteme. Beides sind orthonormale Koordinatenkreuze mit den Basisvektoren EX, Dach, EY-Dach und EZ-Dach. Das eine, das wir mit S bezeichnen, ist ein Inertialsystem, werden wir dann öfters eben auch als ruhendes System jetzt wieder bezeichnen. Das andere S-Stern rotiert relativ zu dem um eine gewisse Achse und die Basisvektoren dieses rotierenden Systems S-Stern sind dann EX-Dach-Stern, EY-Dach-Stern und EZ-Dach-Stern. Ein bisschen umständlich, aber Sie haben das ja schon in Ihren Unterlagen. Und jetzt ist der entscheidende Punkt zunächst der, wenn man also da dieses System S-Stern betrachtet, wenn es rotiert relativ zu S, dann kann man davon ausgehen, wenn Sie also dieses Dreibein aus den Basisvektoren haben und das rotiert jetzt um eine Achse, zum Beispiel um diese Achse, dann rotiert jeder dieser Basisvektoren relativ zu dem ruhenden, also zu dem Inertialsystem S. Und da haben wir vergangene Woche Donnerstag, dann eine einfache Beziehung gewonnen, wie man nämlich die zeitliche Änderung der Basisvektoren des rotierenden Systems relativ zu dem ruhenden Inertialsystem ausrechnen kann. Und da kommt man also drauf, dass das dEx-Dach-Stern nach dt ausgedrückt werden kann in einer sehr einfachen Art und Weise, einfach gleich Omega kreuz diesem ex Dachstern. Mit Dach möchte ich noch einmal wiederholen, bezeichnen wir generell Einheitsvektoren. Das ist nicht überall auf der Welt so, aber kommt doch häufig vor in der Literatur, dass man halt damit beschreiben möchte, dass es sich um Einheitsvektoren handelt. Und dasselbe geht auch mit EY-Dachstern und EZ-Dach. Denn alle drei bewegen sich im Allgemeinen relativ zu dem ruhenden, also Inertialsystem S. Und Sie werden jetzt gleich sehen, wozu wir das eigentlich brauchen. Denn um jetzt irgendwie weiterzukommen und das Verhalten in solchen rotierenden Bezugssystemen näher untersuchen zu können, wollen wir jetzt in folgender Weise vorgehen. Zunächst einmal wollen wir uns für das Weitere jetzt darauf beschränken, gleichförmig rotierende Bezugssysteme zu betrachten.
Also nicht solche Systeme, die im Lauf der Zeit auf einmal immer schneller und schneller rotieren oder wieder verzögert rotieren, sondern gleichförmig rotierende. Ja, mit Hinblick eben zum Beispiel auf die Rotation um die eigene Achse, die Rotation der Erde. Und da wollen wir jetzt zunächst einmal, und das erscheint vielleicht jetzt nicht unmittelbar ersichtlich, wofür das ist, aber bitte geben Sie mir 10 Minuten, dann wissen Sie es. Wir wollen zunächst einmal einen Vektor, einen beliebigen Vektor-A-Pfeil betrachten und wollen einmal anschauen, wie sich der relativ zu S ändert. Es kann also ein zeitlich veränderlicher Vektor-A-Pfeil sein. Wir haben dann verschiedene Möglichkeiten. Das kann ein Ortsvektor sein, ein Geschwindigkeitsvektor. Da wollen wir uns jetzt noch nicht festlegen. Wir betrachten also weiters einen Vektor, ich nenne ihn A-Pfeil. Und wir schauen uns also an, wie wird sich dieser Vektor ändern, relativ zu dem Inertialsystem S. Das hat jetzt zunächst einmal mit der Rotation des Systems S-Stern nichts zu tun. Wir können uns ja dann auch anschauen, wie derselbe Vektor dann sich dann aus der Sicht von dem rotierenden System S-Stern ändert. Damit wir das entsprechend gut durchführen können, schreiben wir uns einmal sicherheitshalber diesen Vektor A in Bezug auf beide Systeme S und S-Stern auf. Es gilt sichtlich, dieser Vektor A, der kann dargestellt werden in Bezug auf dieses Basisvektor Dreibein EX-Dach, EY-Dach und EZ-Dach des ruhenden Bezugssystems. Und wir schreiben, das ist eine X-Komponente von A mal EX-Dach plus die Y-Komponente von A mal EY-Dach plus die Z-Komponente von A mal EZ-Dach. Ich glaube, das ist Ihnen durchaus verständlich. Die Basisvektoren und dann haben Sie einen Vektor, vielleicht zeichnen das nur geschwind einmal da auf, dass Sie eine klare Vorstellung haben, in zwei Dimensionen, EX-Dach, EY-Dach. Und wenn Sie jetzt irgendeinen Vektor A-Pfeil betrachten, dann hat der eine gewisse Komponente in der Richtung von EX-Dach und eine andere in der Richtung von EY-Dach. Und da haben Sie dann ein AX mal EX-Dach und da ein AY mal EY-Dach und das liefert Ihnen den ganzen Vektor A. Im Dreidimensionalen gibt es dann natürlich noch ein AZ mal EZ-Dach. So kann ein Vektor A, ein beliebiger Vektor A, in Bezug auf diese Basisvektoren, dieses Vektor-Dreibein eines kartesischen Koordinatensystems dargestellt werden. Kurze Unterbrechung. Gibt es dazu irgendeine Unklarheit? Denn wenn das unklar wäre, wäre das andere, was jetzt kommt, auch unklar. Und das wollen wir doch nicht haben. Also melden Sie sich, wenn Ihnen das irgendwie merkwürdig vorkommt. Und wenn Sie sich nicht melden, dann gehe ich davon aus, Sie wissen, was ich meine. Also Sie wissen, was ich meine. Dann lösche ich das gleich wieder weg, weil das braucht man zu viel Platz. So, jetzt aber, und jetzt kommen die rotierenden Systeme ins Spiel, können wir denselben Vektor A, ich sage bewusst denselben Vektor, es handelt sich um dieselbe physikalische Realität, um die es hier gehen soll, denselben Vektor auch darstellen in Bezug auf die über das Vektor Dreibein EX-Dach-Stern, EY-Dach-Stern und EZ-Dach-Stern. Das sind die so rotieren, relativ zu dem ruhenden Inertialsystem S.
Jetzt werden Sie sagen, ja, wenn Sie die ändern, da werden Sie dann, das, dann ändert sich ja auch die Komponenten ständig. Das macht uns nichts. Wir können jedenfalls zu jedem Zeitpunkt diesen selben Vektor A-Pfeil auch darstellen in Bezug auf dieses andere Basisvektorsystem. Wohlgemerkt, es handelt sich um denselben Vektor A. Ich schreibe jetzt nicht A-Stern. Es ist dasselbe Vektor, nur jetzt betrachtet aus der Sicht des anderen, des rotierenden Bezugssystems mit dem Basisvektor Dreibein EX-Dachstern, EY-Dachstern und EZ-Dachstern. So unter dem Hintern von dem A drehen sich sozusagen diese Basisvektoren weg, wenn ich mich einmal so ausdrücken darf, etwas wenig wissenschaftlich. Aber andererseits, der Vektor A ist ja auch gar nicht als konstant angesehen. Der selbst kann sich auch irgendwie ändern im Laufe der Zeit, auch schon relativ zu dem Inertialsystem. Das heißt, im Allgemeinen werden sowohl die Komponenten bezüglich dieses Inertialsystems als auch des Rotierenden sich zeitlich ändern. Das ist also keine Geschichte. Also können wir genauso hier auch schreiben, das ist dann AX Stern, EX Dachstern plus AY Stern, EY Dachstern plus AZ Stern, EZ Dachstern. Ist natürlich ein bisschen schleppend, das Ganze, aber das geht halt nicht anders. Ich habe mir wirklich umgeschaut, habe mir überlegt, wie man das tun kann, um Ihnen diese Trägheitskräfte in den rotierenden Systemen möglichst übersichtlich nahezubringen. Das ist das Einfachste, was mir untergekommen ist. Und mir ist nichts anderes, Einfacheres eingefallen. Also, jetzt wollen wir uns, nachdem wir das haben, nachdem wir den Vektor jetzt ausgedrückt haben, sowohl in Bezug auf das ruhende als auch in Bezug auf das rotierende System, wollen wir uns jetzt die Änderungen von diesem Vektor A relativ zu S und relativ zu S-Stern anschauen. Änderung von diesem Vektor A-Pfeil relativ zu S und zu S-Stern. Na, wie können wir diese Änderungen feststellen? Naja, wir werden differenzieren. Aber da kommt es eben jetzt darauf an, dass man aufpasst. Wir können diesen Vektor A nach dt differenzieren. Na, das ist sehr einfach. Jedes dieser Produkte hier wird nach t differenziert. Also, wir wollen jetzt einmal die Änderung von A relativ zu S. Das heißt, in dem Fall können wir die Basisvektoren, dieses Dreibein EX-Dach, EY-Dach und EZ-Dach als konstant annehmen. Wir wollen ja anschauen, wie sich das A relativ zu diesem System ändert. Die EX-Dach, EY-Dach und EZ-Dach sind daher konstant. Wenn wir da differenzieren, braucht man nur die Komponenten differenzieren und müssen nicht die volle Produktregel anwenden, weil ja eben diese Basisvektoren zeitunabhängig sind. Wenn man die Änderung von A relativ zu diesem S betrachten möchte. Also was bekommen wir? Bekommen dAx nach dt? Mal EX-Dach plus DAY nach DT mal EY-Dach und plus DAZ nach DT EZ-Dach. Gott sei Dank haben wir keine 20-dimensionale Welt, sonst würde das alles etwas umständlicher sein. Würde auch gehen. Und jetzt, also das ist die Änderung relativ zu S.
Wenn wir aber die Änderung dieses selben Vektors a relativ zu dem rotierenden System S Stern betrachten wollen, dann nehmen wir jetzt aus der Sicht von S Stern diese Basisvektoren EX Dach Stern, EY Dach Stern und EZ Dach Stern als konstant an. Aus der Sicht des Systems S Stern sind ja diese Basisvektoren konstant. Und wir können daher jetzt auch schreiben, die Änderung relativ zu S Stern, die nenne ich jetzt D Stern A nach dt. Der Stern kommt hier nicht beim A, sondern schon beim D, bei der Differenziation, weil der Vektor ist nach wie vor derselbe Vektor A-Pfeil, wie ich vorher schon betont habe. Nur die Art der Differenziation wird anders. Jetzt interessieren wir uns dafür, wie ändert das sich relativ zum rotierenden System. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass er mit rotiert, relativ zu diesem rotierenden System, dann hat er zwar eine Änderung relativ zum Inertialsystem, zum ruhenden System, aber er wird sich nicht ändern relativ zu dem rotierenden System, wenn er mitrotiert mit dem. Und dann werden auch seine Komponenten konstant sein in Bezug auf das rotierende System. Generell wird er sich irgendwie zeitlich ändern, auch schon relativ zu dem Inertialsystem und dann auch erst recht relativ zu dem rotierenden System. Wir wollen da keine Einschränkung machen. Nur wie führen wir jetzt die Differenziation durch? Jetzt schauen wir uns die Art der Darstellung dieses selben Vektors A an in Bezug auf diese Basisvektoren im rotierenden System. Und nachdem wir jetzt nachschauen, wie ändert er sich relativ zu S Stern, nehmen wir aus der Sicht diese Basisvektoren jetzt als konstant an und können in analoger Weise schreiben, das ist jetzt d a x Stern nach dt mal e x Dach Stern. Und können das wieder als konstant annehmen, wie wir vorhin die EX-Dachstern, die EX-Dach als konstant angenommen haben. Jetzt die EX-Dachstern. Bleibt also das stehen. Plus DAY-Stern hier nach DT mal EY-Dachstern und plus DAZ Stern nach dt mal ez Dachstern. Das ist die Änderung relativ zu dem Inertialsystem S, nicht rotierend ruhend, das die Änderung desselben Vektors relativ zu S Stern. Man musste schon jetzt mit dem Stern hier klar machen, dass das eine andere Differenziation ist, weil es ja hier geht um die Änderung relativ zum rotierenden System, während das die Änderung relativ zum Inertialsystem ist. So, jetzt bin ich wieder einmal kurz ruhig und frage Sie, ob Ihnen das verständlich ist, was wir hier aufgeschrieben haben. Warum da hier dieses Stern kommt? Bitte. Sie meinen hier? Ja, weil wir eben hier nichts anderes machen, als die zeitliche Differenziation dieser Größe AX Stern. Das ist ein Symbol für die Differenziation des ganzen Vektors. Dagegen hier differenzieren wir einfach eine Größe AX Stern nach der Zeit. Und dieses AX Stern ist die X-Komponente des Vektors in Bezug auf das System S-Stern. Da machen wir sozusagen nichts besonders anderes. Wir schauen nur nach, wie ändert sich dieses AX-Stern mit der Zeit. Und wenn es sich zum Beispiel so verhalten würde, dass dieser Vektor A-Pfeil, wie vorhin schon einmal als Beispiel genommen, mit
dreht mit diesem rotierenden System, dann werden diese AX-Stern, AY-Stern und AZ-Stern Konstante sein. Und die zeitlichen Ableitungen sind dann einfach 0. Und damit ist es dieses D-Stern A nach dt gleich 0. Aber das dA nach dt natürlich nicht, weil die AX, AY und AZ sind dann natürlich zeitabhängig, wenn der da so herumrotiert, dieser Vektor A, wenn Sie es jetzt nehmen in Bezug auf das ruhende System S. Das sind ganz normale Differenziationen dieser Komponenten nach der Zeit. Mit dem Stern wird eben nur angedeutet, ob man diesen Ausdruck wählt oder diesen Ausdruck. Ob man sich also auf diese Basisvektoren e, x, e, y, z oder auf die gesternten Basisvektoren bezieht. Ob man die einen oder die anderen als konstant annimmt. Ich weiß, das ist ein bisschen heikel in der Überlegung, aber letztendlich ist es auch wieder ganz einfach. Es geht nur darum, wie ändert sich der Vektor in Bezug auf eines oder ein anderes Bezugssystem. Wenn ich in dem Bezugssystem sitze, wird aus meiner Sicht es so sein, dass die Basisvektoren dieses Bezugssystems konstant sind. Ich bin ja drin in dem Bezugssystem. Und Änderungen des Vektors in Bezug auf dieses Bezugssystem ergeben sich dann durch die entsprechenden Änderungen der Komponenten eben in Bezug auf diese konstanten Basisvektoren. Entweder ich sitze im Inertialsystem oder ich sitze im rotierenden System. Der Vektor ist immer der gleiche. Hier rechne ich aus, wie ändert sich der Vektor aus der Sicht des Inertialsystems. Hier mit dem Stern rechne ich aus, wie ändert er sich aus der Sicht des rotierenden oder relativ zum rotierenden System. Hilft das ein bisschen weiter? Ja, ich schreibe das relativ ausführlich hier auf, damit eben diese Dinge möglichst gut geklärt werden können. Und ich hoffe, dass sie damit auch geklärt werden können. Denn was wir jetzt tun werden, wir schauen uns jetzt an, wie man die zeitliche Änderung des Vektors A relativ zu S ausdrücken und umformen kann. S, das ist das ruhende, das Inertialsystem, das nicht rotierende System. Die zeitliche Änderung dieses Vektors A relativ zu S wollen wir ausrechnen. Naja, und wir wollen das aber so umformen, dass wir dann letzten Endes den Zusammenhang zwischen dem dA nach dt hier und dem d Stern A nach dt gewinnen können. Wir fangen also ganz einfach so an, wie man also anfangen würde. Man schreibt also d A Pfeil nach dt. Und jetzt aber machen wir es so, dass wir sagen, das muss also sein d nach dt von A Pfeil. Und dieses A-Pfeil jetzt, weil wir ja hinwollen zu den rotierenden Koordinaten, schreiben wir uns jetzt in dieser Weise hier hinein. Das können wir ja machen. Beides ist dasselbe Vektor A, dargestellt in Bezug auf die oder in Bezug auf die Basisvektoren. Wir wählen heute diese Darstellung. Schreiben wir AX-Stern, EX-Dachstern
plus AY-Stern EY-Dachstern plus AZ-Stern EZ-Dachstern. Das, was hier steht, ist, wie ich es Ihnen hier ja schon aufgeschrieben habe, nichts anderes als der Vektor A-Pfeil. Daher ist das, was ich hier aufgeschrieben habe, auch okay, denn dA-Pfeil nach dt ist daher d nach dt von A-Pfeil, wobei wir A-Pfeil jetzt in der Weise aufgeschrieben haben. Und das wollen wir jetzt umformen. Das heißt, wir rechnen uns diese Differenziation aus. Naja, und da müssen wir natürlich jetzt darauf achten, dass hier sowohl die Komponenten als auch die Basisvektoren sich ändern können. Wir schauen ja das Ganze an relativ zu S. Relativ zu S wird sich im Allgemeinen der Vektor A ändern, aber es werden sich natürlich auch die Basisvektoren des rotierenden Systems S-Stern relativ zu S ändern, weil das ja rotiert. Das heißt, wir haben da hier lauter Produkte, die man jetzt wirklich mit Hilfe der Produktregel differenzieren muss. Und das machen wir jetzt so, dass wir, damit das Ganze ein bisschen geordnet abläuft, zunächst einmal von allen diesen drei Produkten den Teil nehmen beim Differenzieren, wo wir den ersten Faktor differenzieren und den zweiten unverändert lassen. Und dann anschließend machen wir es so, dass wir das umgekehrt machen. Also was bleibt dann stehen? Wir haben dAx Stern nach dt mal ex Dach Stern. Das ist undifferenziert. Und jetzt gleich vom zweiten. Plus dAy-Stern nach dt mal ey-Dachstern plus dAz-Stern nach dt mal ez-Dachstern. Das ist einmal der erste Teil, den wir da hier haben. Aber wenn Sie das jetzt anschauen, dieser Ausdruck, so wie er hier steht, ist haargenau das, was wir hier stehen hatten. dAx-Stern nach dt mal ex-Dachstern plus dAy-Stern nach dt mal ey-Dachstern und noch einmal für z. Das heißt, dieser Ausdruck einmal, das schreibe ich da heute einmal so mit so einer geschwungenen Klammer dazu, ist nichts anderes als d Stern a nach dt. A Pfeil nach dt. Nur sind wir noch nicht fertig. Das war jetzt der Teil, wo wir von den Produkten jeweils des ersten Faktor differenziert, zweiten unverändert gelassen haben. Wir setzen jetzt fort. Jetzt kommen die zweiten Terme. Na, das ist natürlich auch nicht schwieriger als das erste. Denn wir kriegen hier also plus, das gehört noch zu dem dazu, das ist jetzt ein bisschen umständlicher. Ich habe Ihnen schon angedroht, es wird heute ein bisschen umständlicher werden, aber das ist halt nicht anders zu machen. Jetzt kommen die Differenziationen des zweiten Faktors. Das heißt, wir schreiben jetzt AX Stern. Das ist jetzt das Undifferenzierte, mal d e x Dach Stern nach dt plus jetzt hier, was uns noch fehlt, e y a y Stern mal d e y Dach Stern nach dt und letztlich plus a z Stern mal dEz-Dachstern nach dt. Naja, das schaut recht unübersichtlich aus. Aber so arg ist es nun auch wieder nicht. Denn dafür haben wir uns das ja vergangenen Donnerstag schon am Anfang vorweg angetan.
diese zeitlichen Änderungen des Vektordreibeins des rotierenden Systems relativ zum Inertialsystem, die hatten wir uns ja ausgerechnet. Und da oben habe ich Ihnen beispielsweise da eines noch einmal aufgeschrieben, damit wir da sozusagen den Anknüpfungspunkt haben. Jetzt haben wir das genau hier zur Verwendung. Das heißt, wir können hier sagen, dieses dEx-Dachstern nach dt ist Omega Kreuz Ex-Dachstern. Omega Kreuz Ex-Dachstern. Und in entsprechender Weise, wir haben am Donnerstag alle drei untereinander aufgeschrieben, jetzt habe ich da heute nur eins als Beispiel eben noch einmal hingeschrieben, das dEy-Dachstern nach dt ist Omega Kreuz Ey-Dachstern und da letzten Endes Omega Kreuz Ez-Dachstern. Naja, das lässt sich aber recht gut umformen. Denn schauen Sie einmal, da steht Ax-Stern mal Omega Kreuz Ex-Dachstern. Jetzt denken Sie ein bisschen mit, denn sonst muss ich eine halbe Tafel schreiben, um das genauer auszuführen. Aber Sie sehen, wenn Sie mitdenken, Sie denken ja mit, dass man das gleich erkennen kann. Das ist ein Faktor, der in dieses vektorielle Produkt hineinmultipliziert wird. Da kann man es zum einen Faktor oder zum anderen Faktor stellen. Das ist gültig beim vektoriellen Produkt. Wenn man das mit 2 multipliziert, sagen wir, kann man da das bei 2 Omega hinschreiben oder auch bei 2 Ex-Dachstern. Und wir schreiben diesen Faktor jetzt zu dem Ex-Dachstern. Daher bleibt da stehen, das könnt ihr ja sogar da noch dazu schreiben, wenn ich diese Klammer noch ein bisschen weiter ziehe. Das ist ganz gut, ich glaube, so geht es. Omega Kreuz AX Stern EX Dach Stern. Sehen Sie, was ich gemacht habe? Ich habe diese Zahl, diese Komponente des Vektors A in Bezug auf das sortierende System, AX Stern, in das hinein multipliziert und zwar zum zweiten Vektor. Omega Kreuz und dann AX Stern EX Dach Stern. Und dasselbe machen wir da. Da haben wir jetzt dann Omega Kreuz und jetzt haben wir da AY Stern EY Dachstern und dann letztlich hier Omega Kreuz AZ Stern mal EZ Dachstern. Kann man das erkennen? Den Faktor haben wir da zum Basisvektor dazu genommen. Den hier und den hier. Und Sie haben immer Omega Kreuz und dann diesen zweiten Teil. Ist da ein Problem damit? Nicht, dass wir jetzt einfach aussteigen und Sie denken, ach, das will ich jetzt nimmer mehr. Tun Sie sich das an. Bleiben Sie dabei. Dann werden Sie sehen, viel fällt nimmer mehr. Und wir haben dann eine wirklich übersichtliche Art und Weise, dieses Verhalten von rotierenden Bezugssystemen zu verstehen. Jetzt nämlich wird die Sache übersichtlicher. Denn wir können jetzt zusammenfassen, was wir erhalten haben. Wir kriegen als Folgerung diesen Ausdruck, dA-Pfeil nach dt, den können wir also schreiben als, da geht's los, d-Stern a nach dt. Und jetzt plus, und jetzt schauen Sie mal genau, was hier eigentlich steht. Methode des kontinuierlichen Anstarrens, dann werden Sie es schon sehen.
dieses Omega-Pfeil kann man da hier herausheben und hat Omega-Pfeil-Kreuz und in der Klammer steht AX-Stern, EX-Dachstern plus AY-Stern, EY-Dachstern plus AZ-Stern, EZ-Dachstern. Sehen Sie das? Das ist aber genau das, was hier steht. AX-Stern, EX-Dachstern, AY-Stern, EY-Dachstern, EZ. Das heißt, das ist A-Pfeil. Das ist einfach Omega-Kreuz A. Und wir haben eine sehr einfache und wichtige Beziehung auf diese Art kennengelernt. Wir haben hier die Änderung des Vektors A relativ zum ruhenden Inertialsystem, hier die Änderung des Vektors A relativ zum rotierenden System und da kommt dieses Omega-Kreuz A einfach dazu. Omega ist die Winkelgeschwindigkeit des rotierenden Systems relativ zum Inertialsystem. Na, was sagen Sie? Diese mühsame Herumrechnerei hat letzten Endes in einer ganz einfachen und übersichtlichen Formel geendet. Nur was fängt man jetzt an damit? Sie werden sehen, man kann damit jetzt sehr viele einfache und wichtige Schlussfolgerungen ziehen. Wir wollen zunächst einmal die Geschwindigkeit berechnen. Die Geschwindigkeit eines Massenpunktes, der betrachtet wird, entweder aus der Sicht von S oder aus der Sicht von S-Stern. Naja, da müssen wir dann einfach, um das gleich durchführen zu können, als Vektor A-Pfeil den Ortsvektor wählen. Also, wie habe ich das am besten geschrieben? Ja, wir nehmen an, dieser mysteriöse Vektor A-Pfeil, über den ich da gar nicht viel ausgesagt habe, nur dass es halt ein Vektor ist, ist gleich der Ortsvektor. Der Ortsvektor des Massenpunktes, dessen Geschwindigkeit wir hier ausrechnen wollen. Und erinnern Sie sich, das haben wir auch am Donnerstag aus der Zeichnung gesehen, der Ortsvektor ist in beiden Systemen immer der gleiche. Weil wir auch immer ein und denselben Ursprung wählen, der auf der Achse liegen soll. Und wir haben ja keine Translation, nur Rotation. Das heißt, der Vektor als solcher, R-Pfeil ist dasselbe, ob Sie es im System S oder im System S-Stern anschauen, aber nicht seine zeitliche Veränderung. Dass der Betrag vom Ortsvektor gleich groß ist, ist klar, aber warum ist der Winkel dasselbe? Die Frage ist, warum der Winkel des Ortsvektors dasselbe ist. Es geht darum, Sie haben einen Massenpunkt im Raum und Sie haben einen Ursprung, der konstant ist. Dann wird der Ortsvektor zu diesem Massenpunkt vorgegeben sein. Wenn Sie zwei Bezugssysteme haben, eines, was ein Inertialsystem ist, S, und eines, was dagegen rotiert, S-Stern, mit dem gleichen Ursprung, dann wird in beiden das der gleiche Ortsvektor sein. So wie wir es gestern aufgezeichnet haben. Aber aus der Sicht des einen oder des anderen Bezugssystems wird sich dieser Ortsvektor unterschiedlich mit der Zeit ändern. Aber als solcher ist er immer der gleiche Ortsvektor und zeigt zu demselben Massenpunkt. Wenn natürlich der Massenpunkt selbst sich jetzt noch bewegt, relativ zu dem Inertialsystem etwa, na dann ist natürlich auch der Ortsvektor zeitabhängig. Aber immer gleich in beiden Bezugssystemen. Stets ist der Ortsvektor eines Massenpunktes in beiden Systemen jeweils gleich, weil es sich nur um ein und denselben Massenpunkt handelt und weil die beiden Bezugssysteme immer einen gemeinsamen Ursprung haben.
und keine Translationsbewegungen durchführen. Mehr kann ich eigentlich nicht dazu sagen, und ansonsten schauen Sie sich die Zeichnung vom Donnerstag an, wo wir diesen gemeinsamen Ursprung und den Ortsvektor R gleich R Stern von dem Ursprung zu dem Massenpunkt hin eingezeichnet hatten. Also, wir nehmen an, dieser Vektor A sei jetzt der Ortsvektor. Ja, dann ist es sehr einfach, dass wir hier einsetzen. Damit erhalten wir nämlich dr nach dt ist gleich d Stern r nach dt plus Omega Kreuz r. Und was haben wir damit gewonnen? Dass dr nach dt, das ist einfach die, so wie immer schon gewesen, die Geschwindigkeit des Massenpunktes relativ zu dem entsprechenden System. Also das ist v, nennen wir es v, und das ist die Geschwindigkeit des Massenpunktes relativ zu s. Und andererseits, das haben wir ja da geschrieben, Änderung von a relativ zu s, das ist das. Und die Änderung von a relativ zu s Stern ist das. Jetzt haben wir für a den Ortsvektor gewählt. Also wird daher natürlich d Stern r nach dt gleich sein, jetzt die Änderung, die Geschwindigkeit des Massenpunktes relativ zu S Stern, relativ zum rotierenden System. Das nennen wir, so wie wir das auch bei der Translationsbewegung gemacht haben, V relativ. Die Geschwindigkeit des betrachteten Massenpunktes relativ zum rotierenden System S Stern. Also Geschwindigkeit des Massenpunktes relativ zu S Stern. Ganz ähnliche Bezeichnungen, V und V rel, hatten wir auch so gewählt, damit das alles schön konsistent ist. Im Fall der translatorischen Bewegungen, da hatten wir auch V war die Geschwindigkeit relativ zum System S und V relativ die Geschwindigkeit relativ zu dem bewegten System S Stern, nur hatten wir bisher es mit Translationsbewegungen, ob unbeschleunigt oder beschleunigt zu tun. Jetzt reden wir nicht über Translation, sondern über Rotation. Und in entsprechender Weise ist dieser Ausdruck dann die Relativgeschwindigkeit. Na, das bedeutet, wir haben hier den Ausdruck, das brauche ich jetzt nicht noch einmal als Gleichung aufschreiben. Dieses dr nach dt, das ist das V-Pfeil. Und d Stern r nach dt ist das V-Pfeil relativ. Und was man nun erkennen kann, aber ich wissen Sie was, ich schreibe es Ihnen nochmal hin. Weil das ein bisschen klein ausschaut. V-Pfeil, daher das Pfeil ist gleich V-Pfeil relativ plus Omega Kreuz R. Und jetzt wollen wir doch sehen, ob das auch das ergibt, was wir eigentlich erwarten würden. Denn wieso ist es so? Was hat das für eine Bedeutung? Um das zu erkennen, wollen wir zwei einfache Spezialfälle betrachten. Man erkennt, falls ein Spezialfall, der Massenpunkt, um den es geht, in S Stern ruht,
falls der Massenpunkt in S-Stern ruht. Was heißt das? Er bewegt sich mit dem rotierenden System, so wie wir auf der Erde. Wir Erdlinge bewegen uns mit dem rotierenden System, es sei denn, wir sind gerade im Auto und fahren. Dann ist also die Geschwindigkeit des Autos eine Relativgeschwindigkeit, relativ zum rotierenden Bezugssystem der Erde. Aber wenn wir davon ausgehen, der Massenpunkt, also wir, ruhen in S-Stern, ruht relativ zum rotierenden System, dann heißt doch das, dass die Relativgeschwindigkeit, die Geschwindigkeit des Massenpunktes relativ zu S-Stern, eben gleich Null ist. Na, das bedeutet aber, wenn V reell gleich Null ist, dass wir erhalten, V-Pfeil ist gleich Null plus Omega Kreuz R-Pfeil. Na, diese Formel könnte Ihnen bekannt vorkommen. Das ist schon Zeitl her jetzt in dem Semester. Schon im Zuge der Kinematik haben wir ja die Kreisbewegung besprochen, haben bei der Gelegenheit dort den Winkelgeschwindigkeitsvektor eingeführt und haben dann ausgerechnet, dass man die Geschwindigkeit des Körpers, der sich auf einer Kreisbahn bewegt, darstellen kann in der Form Omega Kreuz R, wenn Omega die Winkelgeschwindigkeit dieser Bewegung ist und R der Ortsvektor dieses Teilchens. Ich hoffe, dass Sie sich daran erinnern. Und wenn nicht, dann schauen Sie bitte nach. So eine gewisse aufbauende Vorgangsweise muss ich hier wählen und kann das jetzt nicht nochmal herleiten. Das hatten wir bereits bei der Kinematik der Kreisbewegung. Und da sehen Sie also jetzt, das passt, weil wenn der Körper relativ zu S-Stern ruht und S-Stern rotiert aber und der Körper rotiert mit, ja, dann beschreibt er ja eine Kreisbahn, und zwar mit der Winkelgeschwindigkeit Omega. Und seine Geschwindigkeit V relativ zum ruhenden Inertialsystem ist eben dieses Omega Kreuz R. Das heißt, das stimmt überein, was wir kennen von der Kreisbewegung. Vergleiche Kinematik. Kreisbewegung. Ja? Das war die Formel, wo ich Ihnen noch gesagt habe, machen Sie nicht den Fehler zu schreiben, Omega ist gleich V Kreuz R, weil das ein Blödsinn ist. Um diese Formel handelt es sich hier. Also V gleich Omega Kreuz R kommt hier so heraus. Aber jetzt gibt es noch den anderen Fall. Falls jetzt der Massenpunkt in S ruht, also das bedeutet, im Inertialsystem, im ruhenden System ruht der Massenpunkt. Ja? Und jetzt bewegt sich das rotierende System. Wie sieht dieses System dann diesen Massenpunkt? Und ich glaube, das können Sie sich gut vorstellen. Denken Sie sich also eine Drehscheibe und der Massenpunkt ruht da. Und wenn Sie jetzt mit sich drehen mit der Drehscheibe, dann ist das, wie wenn der Massenpunkt in der Gegenrichtung rotieren würde. Ich glaube, da kann ich nicht mehr dazu sagen, als wie, ja, wenn Sie sich selbst auf ein Ringelspiel denken. Und Sie sind sicher schon irgendwann einmal, wenn es vielleicht auch schon Zeit her ist, auf einem Ringelspiel gesessen und Sie beobachten Ihre Umgebung, zum Beispiel irgendjemand, der da draußen auf Sie wartet, dann bewegt sich der in der Gegenrichtung zu Ihrer Rotation. Ich glaube, da kann man nicht viel mehr dazu erklären. Das entspricht wirklich unmittelbar der Anschauung. Also falls der Massenpunkt in S ruht, der da außen beim Ringelspiel steht und die da drinnen beobachtet, die ja alle dann mit rotieren, nicht? Dann ist es natürlich so, dass dann, wenn der in S ruht, dann ist das V gleich Null. Und dann bringt man das auf die andere Seite und kriegt V relativ ist minus Omega Kreuz R.
So, jetzt bin ich wieder einmal kurz ruhig und gebe Ihnen das Wort, dass Sie dazu jetzt irgendwelche Bemerkungen, Unklarheiten oder sonst irgendwas mir bitte mitteilen sollen, falls das da hier für Sie unübersichtlich erscheint. Ist Ihnen der Begriff Geschwindigkeit und Relativgeschwindigkeit klar? Geschwindigkeit ist die Geschwindigkeit des betrachteten Massenpunkts relativ zum ruhenden Inertialsystem. Und die Relativgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit desselben Massenpunktes aus der Sicht des rotierenden Bezugssystems. Also zum Beispiel die Beobachter eines Ringelspüls ruhen relativ zum Inertialsystem, bewegen sich natürlich relativ zum rotierenden System, weil sich ja das System relativ zu ihnen bewegt, hin und her. Andererseits, die auf den Pferderln sitzen, auf dem Ringelspül, die sind unbewegt relativ zum rotierenden System. Diese Massenpunkte ruhen im rotierenden System und bewegen sich daher aus der Sicht des Inertialsystems auf Kreisbahnen, was die beobachten, die außen stehen und zuschauen, wie die da so rundherum fahren. Nicht? Ja, ich glaube, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also ich hoffe schon, dass das verständlich ist. Okay. Damit sind wir aber noch nicht fertig. Jetzt kommt eigentlich der Punkt, wo wir absahnen können. Jetzt werden wir nämlich noch einmal diese Beziehung da hier oben, dass das dA nach dt gleich d Stern a nach dt plus Omega Kreuz a ist, noch einmal anwenden. Und zwar jetzt wird es wirklich interessant, denn das bis jetzt werden Sie sich denken, na gut, das habe ich eigentlich eh schon alles gewusst. Wozu haben wir jetzt eine ganze Tafel vollgeschrieben, dafür, dass jetzt da was steht, was ich an sich ja eh schon wusste. Das ist nur ganz gut zu wissen, dass das alles konsistent mit unserer Anschauung ist. Nachdem wir also jetzt die Geschwindigkeit berechnet haben, indem wir angenommen haben, dass a dieser Vektor ist der Ortsvektor, berechnen wir jetzt die Beschleunigung. Und da nehmen wir jetzt an, dass dieser Vektor a die Geschwindigkeit ist. Dieser Vektor a-Pfeil, das sei die Geschwindigkeit v. Nicht v-reel, sondern v, die Geschwindigkeit des Massenpunktes relativ zum ruhenden System. Das sei jetzt a. Nun, jetzt rechnen wir aus, was wir da erhalten. Setzen wir wieder in diese Beziehung da oben ein, wo wir das dA nach dt mit dem d Stern a nach dt in Verbindung gebracht haben. Also, wir beginnen damit, dass wir also ausrechnen die Beschleunigung d2r nach dt Quadrat. Die Beschleunigung relativ zu dem Inertialsystem. Und das ist also d nach dt von dr nach dt. So kann man das ja darstellen. Und dieses dr nach dt, das ist ja genau so, wie es da steht, das V-Pfeil. Wo steht es denn? V-Pfeil ist r nach dt. V-Pfeil. Und nach unserer Annahme ist das jetzt dieser Vektor a. Also haben wir jetzt ein dA nach dt. Und das formen wir jetzt mit dieser Beziehung um. Und wir kriegen damit einmal, das ist ein d Stern nach dt von. Und da drinnen steht also jetzt wieder das a-Pfeil. Also schreiben wir hinein, dr nach dt.
Also das d nach dt von a ist gleich d Stern nach dt von a, aber jetzt plus, und da kommt dazu Omega Kreuz a. Omega Kreuz, und das a ist v, und v ist dr nach dt. Also das ist einmal die erste Umformung. Das ist also wieder zur Erinnerung die Geschwindigkeit v. Ebenso hier ist das die Geschwindigkeit v. Naja, und jetzt werden wir uns schrittweise bemühen, immer mehr auf die Größen überzugehen, die sich auf das System S Stern beziehen. Das alles geht ja zunächst einmal v in Bezug auf S, v in Bezug auf S. Jetzt machen wir das anders. Indem wir jetzt da mal schreiben, das ist gleich, von hier geht's weiter, d Stern nach dt von, und da steht jetzt dr nach dt. Aber dieses dr nach dt, das können wir jetzt umformen nach dieser Beziehung. Das ist gleich d Stern r nach dt plus Omega Kreuz r. Sehen Sie, das ist es, warum ich diese große Tafel so gern habe. Weil ich Ihnen da jetzt überall zeigen kann, von wo ich alles hernehme. Wenn man da dann immer durch irgendwelche PPT-Folien durchhasten muss, dann verliert man sehr rasch die Übersicht, was man da eigentlich anschaut. Aber in vielen Fällen sind die PPT-Darstellungen natürlich auch sehr praktisch. Also d Stern nach dt von dr nach dt, was hier gleich ist, wie wir gesehen haben, d Stern r nach dt plus Omega Kreuz r. Damit haben wir den Term einmal weg. Plus, und jetzt haben wir Omega Kreuz, und wieder schreiben wir statt dr nach dt d Stern r nach dt plus Omega Kreuz r. Das ist übrigens nichts, was Sie bei irgendeiner Prüfung reproduzieren können müssen, natürlich. Aber ich finde, es ist gut, wenn Sie durch das einmal mit mir gemeinsam durchgestiegen sind, weil Sie dann möglicherweise diese unnötige Ehrfurcht vor den Trägheitskräften in rotierenden Systemen etwas ablegen können, nachdem Sie sehen, das kann man, wenn man schrittweise genau macht, alles schön herleiten. Also, haben wir jetzt den Teil hier eingesetzt. dr nach dt. d Stern nach dt von d Stern r plus Omega r plus Omega Kreuz. Und da haben wir d Stern r plus Omega Kreuz r. Das ist wieder das v. dr nach dt. Und auch das da hier vorne ist das V. Nur, dass Ihnen klar ist, was wir hier haben. V ist gleich dr nach dt, und das ist d Stern r nach dt plus Omega Kreuz r. Na, und jetzt müssen wir einfach ins Eingemachte gehen und müssen das einfach auf Biegen oder Brechen ausdifferenzieren. Na, das ist nicht so schwierig. Immerhin haben wir es jetzt schon so weit gebracht, dass da nur lauter d Stern nach dt drinnen vorkommen. Wir haben das also schon so weit gebracht, dass da jetzt alles von d nach dt auf d Stern nach dt umgesetzt wurde, indem wir da ständig so eingesetzt haben. Na, jetzt pass einfach durchrechnen. D Stern nach dt von d Stern r nach dt. Das ist natürlich dann die doppelte Ableitung. Also d Stern Quadrat oder d Stern 2 R-Pfeil nach dt Quadrat. D nach dt, d Stern nach dt von d Stern r nach dt ist d Stern 2 R nach dt Quadrat plus. Jetzt muss dieser Term differenziert werden nach d Stern nach dt. Jetzt ist unsere Voraussetzung wichtig, gleichförmig rotierende Bezugssysteme.
Das Omega-Pfeil ändert sich nicht. Und zwar nicht relativ zu dem System S und auch nicht relativ zu dem System S-Stern. Das heißt, das hier kann als konstanter Faktor angesehen werden und es bleibt bei der Differenziation nur stehen Omega Kreuz D Stern R nach DT. D Stern nach DT von R. Damit sind wir mit dem fertig. Plus, jetzt müssen wir da rein, aber das ist jetzt noch einfacher. Omega Kreuz D Stern R nach DT, hineinmultipliziert einfach. Und plus letztlich Omega Kreuz Omega Kreuz R. Jetzt schauen Sie, da steht Omega Kreuz D Stern R nach DT und noch einmal Omega Kreuz D Stern R nach DT. Das fassen wir zusammen in zweimal diesen Ausdruck. Und wir kriegen damit letztlich Ergebnis. Als Ergebnis kriegen wir also, dass D2R nach DT Quadrat gleich ist, also das ist die Beschleunigung des betrachteten Massenpunktes relativ zum ruhenden System, ist gleich D Stern 2R nach dt Quadrat das ist die Beschleunigung relativ zum rotierenden System, plus und da haben wir jetzt 2 Omega Kreuz D Stern R nach DT. D Stern R nach DT ist aber die Relativgeschwindigkeit des Körpers relativ zum rotierenden System. Also haben wir plus 2-mal, weil das 2-mal vorkommt, Omega Pfeil Kreuz V Pfeil relativ, weil D Stern R nach DT ist die Relativgeschwindigkeit. Und dann plus letztlich Omega Kreuz R. Beziehungsweise man kann jetzt sehr leicht die Sache umdrehen und sich auch das D Stern 2R noch dt Quadrat ausrechnen. D Stern 2R nach dt Quadrat und da fangen wir da natürlich so an, D 2R nach dt Quadrat und dann kommen die anderen rüber, minus 2 Omega Kreuz V relativ und minus Omega Kreuz, Omega Kreuz R. Und damit, meine Damen und Herren, haben Sie das ausgestanden. Damit haben wir diese Beziehungen gewonnen. Jetzt müssen wir sie nur noch verstehen. Und dazu brauchen wir nur die physikalische Interpretation in ähnlicher Weise durchführen, wie wir das auch bei den Systemen der Translation gemacht haben. Also, Interpretation. Wir nehmen zunächst an, der Massenpunkt sei unbeschleunigt relativ zu S. Also unbeschleunigt relativ zum ruhenden System oder er ruht auch, kann auch sein. Dann wirken natürlich keine eingeprägten Kräfte. Denn eingeprägte Kräfte würden immer bewirken, dass der Körper relativ zu einem Inertialsystem beschleunigt wäre. Also wir haben dann D2R
nach dt Quadrat ist gleich 0, er ist unbeschleunigt und daher d Stern 2r nach dt Quadrat ist dann gleich, kann man sich hier ausrechnen, d2r nach dt Quadrat ist gleich 0, daher bleibt stehen d Stern 2r nach dt Quadrat ist einfach gleich minus 2 Omega Kreuz V relativ und minus Omega Kreuz R. Und das bedeutet jetzt, der Beobachter in dem System S Stern, im rotierenden System, der beobachtet jetzt, dass es eine Beschleunigung gibt. Beobachtet Beschleunigungen, und zwar den Term und den Term. Das sind die Beschleunigungen, die er beobachtet und macht dafür Kräfte verantwortlich. So wie wir das auch bei den beschleunigten Translationssystemen gesehen haben. Macht dafür Trägheitskräfte verantwortlich. Und zwar einerseits eine sogenannte Corioliskraft, das ist einfach Masse mal dieser Beschleunigung, minus 2m Omega Kreuz V relativ. Die Masse ist die Masse dieses betrachteten Massenpunktes. Und außerdem den zweiten Term, eine Zentrifugalkraft, minus m Omega Kreuz R. Corioliskraft und Zentrifugalkraft. Naja, und das ist nun etwas, was man sich durchaus anschaulich vorstellen kann. Es geht darum, dass der Massenpunkt also als unbeschleunigt in S angesehen wird. Das heißt, es werden keine eingeprägten Kräfte wirken. Also, es gibt diese Trägheitskräfte, aber keine eingeprägten Kräfte. Weil wir ja angenommen haben, der Körper ist unbeschleunigt relativ zum Inertialsystem S. Das heißt, dieser Beobachter beobachtet zwei Arten von Kräften. Die eine, dieses minus m Omega Kreuz R, erinnert uns sehr an die Zentripetalbeschleunigung bei der Kreisbewegung. Die hat nach innen gewiesen und war plus Omega Kreuz R. Die ist minus Omega Kreuz R und natürlich nur mit der Masse, damit es nicht eine Beschleunigung, sondern eine Kraft ist. Das heißt, die weist radial nach außen. Die Zentrifugalkraft, die ist Ihnen auch bekannt, weist radial nach außen. Während die Corioliskraft, die tritt nur dann auf, wenn sich der betrachtete Körper noch relativ zu dem rotierenden System bewegt. Und dann steht die Kraft senkrecht auf diese Relativbewegung, weil wir hier ein vektorielles Produkt Omega Kreuz V relativ haben. Der wesentliche Unterschied zwischen der Corioliskraft und der Zentrifugalkraft liegt darin, dass die Zentrifugalkraft stets auftritt und radial nach außen gerichtet ist, während die Corioliskraft nur auftritt, wenn der betrachtete Körper sich relativ zu dem rotierenden System noch bewegt.
V-relativ muss ungleich 0 sein, damit diese Kraft auftritt. Und dann macht sie etwas, sie lenkt diese Bewegung seitlich ab. Und das kann man sich recht gut vorstellen. Wenn ein Beobachter, ein Kind, auf einem Ringelspiel sitzt, auf einem Pferdchen, dann wird es ruhen, relativ zum rotierenden System. Und in dem Fall wird es dann so sein, dass eine Zentrifugalkraft spürbar sein wird. Diese Zentrifugalkraft muss das Kind ausgleichen mit einer Führungskraft, mit einer nach innen gerichteten Zentripetalkraft. Das werden wir morgen noch genauer auseinandersetzen. Wenn es aber von einem Kind zu einem anderen Kind auf dem Ringelspiel etwa einen Ball schießen möchte, dann wird das Kind sein Wunder erleben. Weil höchstwahrscheinlich wird es das andere Kind gar nicht treffen, weil durch die Rotationsbewegung und durch die Trägheit des Balles wird es das Kind verfehlen und macht dafür diese querwirkende Corioliskraft verantwortlich. Zum Abschluss des heutigen etwas mühsamen Tages, das ist mir schon bewusst, dass das also schon nicht sehr, sehr einfach ist, möchte ich Ihnen aber zeigen, dass diesen Überlegungen auch sehr konkrete, tatsächliche Effekte entsprechen. Ich habe hier auf diesem Rad eine Kette montiert, also draufgelegt nur. Und werde diese Kette jetzt in Rotationsbewegung versetzen. Und jetzt passen Sie auf, was passiert. Letztendlich, natürlich, liegt sie wieder da ganz auseinander, ganz, ganz traurig. Aber durch die Zentrifugalkraft hat sie sich so verfestigt sozusagen, weil aus ihrer eigenen Sicht so starke radiale Kräfte nach außen wirken, dass sie sogar durchaus Hindernisse überwinden konnte, bis ihr dann letztlich aufgrund der Reibung die Luft ausgegangen ist und sie dann halt da wieder traurig am Boden liegen geblieben ist. Und mit dieser rotierenden Kette hoffe ich, Sie auch wieder ein bisschen aufgemuntert zu haben nach all der Mathematik heute. Und morgen werden wir die Interpretation dieser zwei Kräfte noch fertigstellen. Dankeschön. Bestens funktioniert. Wunderbar.